Halloween ist zwar schon ein paar Tage schon wieder her, aber ich kam jetzt erst dazu, mir Halloween Ends anzugucken. Und nachdem ich den gesehen habe, hatte ich das dringliche, brennende Bedürfnis, meine Meinung hier auf diesem Kanal kundzutun. Und das werde ich machen, denn das hier ist meine Meinung zu Halloween Ends. Es wird zu Spoilern kommen. Ich werde es hier nicht spoilerfrei versuchen. Es wird zu Spoilern kommen. Ich werde jetzt nichts Großartiges detailliert spoilern, aber wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und nicht gespoilert werden wollt, schaut es euch nicht an. Kommt einfach wieder, wenn ihr den gesehen habt oder sagt, okay, mir ist es scheißegal, ich nehme die Spoiler in Kauf. Nichtsdestotrotz heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Couchtime. Ja, Halloween Ends, der letzte Film der Halloween-Reihe, beziehungsweise der neuen Reboot. Halloween-Trilogie nach Halloween 2018 und Halloween Kills, die ich beide sehr, sehr stark fand. Also Halloween 2018 war super geil. Halloween Kills hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, weil es einfach nochmal mehr Michael-Killer-Action war. Ja, Halloween Ends war jetzt die Krönung und ich habe es, glaube ich, schon mal in einem Video gesagt. Das Problem an Trilogien ist, meistens ist der dritte Teil der schlechteste. Wir haben es bei Matrix gesehen, für mich persönlich. Wir haben es bei Spider-Man, dem OG, gesehen. Spider-Man 3 mit Venom und Sandman war okay, aber wir sehen es bei sehr vielen Filmen. Die Trilogie hängt meistens ein bisschen nach. Und das ist leider bei diesem Film auch der Fall gewesen. Ich sag's von Anfang an, meine punktgenaue Meinung ist, der Film ist ein guter Film, aber ein schlechter Michael Myers Halloween-Film. Das fasst im Prinzip jetzt schon das ganze Video zusammen. Theoretisch könntet ihr jetzt schon abschalten. Aber wenn ihr jetzt detailliert hören wollt, was ich genau meine, bleibt auf jeden Fall noch dran. Denn das Problem ist, wir haben einen neuen Charakter. Corey. Potenziell nicht schlecht. Neue Charaktere sind ja meistens ein frischer Wind. Aber Corey ist in dem gesamten Film ein Loser. Er wird von jüngeren Leuten, also die wesentlich jünger sind als ihm, schikaniert, zusammengeschlagen, was weiß ich. Was ja auch erstmal so direkt gesehen nicht schlimm ist. Nur mit dem Hintergedanken, dass Corey im Prinzip der Mittelpunkt-Antagonist in diesem Film ist für eine geraume Zeit, macht es immer schwer. So, also Corey, man versteht die Entwicklung von Corey. Man weiß, warum er im Laufe des Films böse wird. Man versteht es, aber er ist nicht der klassische Bösewicht. Corey hat da einen Weg, leider. Der ist zu lang, zu holprig, der Weg. Wir haben natürlich die altbekannten Charaktere. Wir haben Allison wieder da. Wir haben Jamie Lee Curtis wieder in ihrer wunderbaren Rolle. Wir haben die ganzen Charaktere wieder. Natürlich, die Mutter von Allison ist es halt, ja, ne? Wisst ihr ja, Ende von Kills. Aber wir haben auch sehr viele andere alte Charaktere. Wir haben hier wieder den Detective oder Polizist auf jeden Fall, Frank, haben wir wieder da. Auch jetzt nur eine kleine Nebenrolle, aber es ist auf jeden Fall wieder ein paar alte Cast-Mitglieder dabei. Und ja, Hauptstart dieses Films ist im Prinzip Corey trifft auf Allison. Und ich weiß nicht warum, ich verstehe es nicht. Klar, es gibt Liebe auf den ersten Blick, keine Frage. Aber Allison ist von jetzt auf gleich, hängt die an Corey dran. Direkt, von jetzt auf gleich. Die Beziehung von den beiden ist so schnell da gewesen, so schnell angelaufen und direkt einfach präsent, was den Film für mich irgendwie so ein bisschen, okay, wow, der Film läuft gerade erst mal 10 Minuten, was ist hier los? Das war so ein komischer Moment in dem Film, so, okay, Allison, du kennst den 2 Minuten, was, hä? Ich hab's nicht gecheckt. Dann läuft der Film ein bisschen. Wir haben natürlich ein bisschen Dialog zwischen Allison und ihrer Grandma, wir haben ein bisschen Corey-Geschichte und hier und da, ne, also das sind jetzt eher so, in Anführungsstrichen, unwichtige Sachen. Ich gehe jetzt auf die Sachen ein, die für mich irgendwie krass gewirkt haben oder komisch waren. Ja, das erste Mal, dass wir Michael Myers sehen, ist ungefähr nach der Hälfte des Films. Ja, also der Film läuft locker, ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet, aber gefühlt eine Stunde, bis wir das erste Mal Michael Myers sehen. Das Design von Michael ist halt quasi das Enddesign von Halloween Kills. Ein bisschen runtergekommener und dreckiger. Aber grundlegend, geiles Design, Maske, finde ich super geil, wie immer. Und wir sehen aber ganz wenig in diesem Moment von Michael. Und zwar, Corey ist in der Kanalisation und da ist Michael, hat sich da versteckt. Und der geht an Gitter, der Corey, und Michael packt ihn so und zieht ihn so zu sich ran. Und auf einmal hat Michael, so wird es im Film dargestellt, ich erkläre jetzt gleich, was genau der Sinn dahinter ist, aber auf einmal hat Michael eine Fähigkeit, in die Seele von Corey zu blicken, gefühlt. So wurde es im Film, finde ich, dargestellt. Das kam falsch rüber. Bedeuten sollte diese Szene einfach nur, dass Michael in Corys Augen den gleichen Schmerz, den gleichen Leidensweg gesehen hat wie bei sich. Ist auch an sich voll cool. Und halt wahrscheinlich auch vielleicht andersrum, irgendwie. Aber es wurde halt einfach irgendwie dargestellt, als könnte Michael auf einmal in die Seele von Corey gucken. Und auch Corys Augen werden auch später nochmal angesprochen, irgendwie, weil er die gleichen Augen hätte wie Michael. Wow. Irgendwie ein bisschen zu mystisch gemacht. War ein bisschen, finde ich, unnötig. So, man hätte einfach sagen können, okay, er hat einfach Bock, jemanden zu töten und er will nicht mit sich spielen lassen. Gehen wir zur Mitte des Films und da wird Corey schon ein bisschen besser. Er wird ein bisschen brutaler, er lässt sich nicht so schnell mehr irgendwie mobben, unterkriegen, oder? Aber nichtsdestotrotz hat er immer noch so Momente, wo er hapert. Er ist im Prinzip Michael Myers in Leid und ich habe das Gefühl,
Er hat mich sehr an den einen Detective, ich habe gerade den Namen vergessen, aus Saw, der einfach auch nur die Kills sieht und mitmacht und überhaupt killt, einfach um sich damit mehr oder weniger zu befriedigen. Es ist einfach eine Befriedigung irgendwie für ihn. Und so kam es bei Corey in der Mitte des Films auch rüber. Er wollte schon irgendwas Böses machen, aber irgendwie war es nie so, ich weiß nicht. Es kamen dann auch ab und zu viele Michael Myers Anspielungen. Es kam die Anspielung, yo, Corey hat jetzt seine Halloween-Maske, so eine Vogelscheuche und damit macht er seinen ersten wirklichen Kill. Also wirklich geplanten Kill. Und daran merkt man, dass Corey halt Michael Myers als Vorbild sieht, aber halt nicht ansatzweise rankommt, weil Michael ist so, klar, man könnte jetzt auch sagen Berufserfahrung, aber das glaube ich einfach mal nicht. Michael war immer so eine mystische, große, der schwarze Mann, so eine Gestalt, die einfach eine böse Macht war, die, wenn sie jemanden getötet hat, einfach dazugekommen ist und auch mit mehr oder weniger gespielt hat, in Anführungsstrichen, ob es jetzt das Geisterlaken war im ersten Teil oder. Und dann einfach immer dieses, Michael ist stark, schnell, aber leise, er ist der Stalker. Es gibt auch wieder 2-3 Kills von Michael, die einfach göttlich waren, komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Und Corey ist halt eher so diese Hüpfdohle, der halt irgendwie so, hier schnell, kriegt doch mal hier auf die Fresse, fällt mal hier hin. Er versucht an Michael ranzukommen, schafft's aber halt irgendwie nicht. Und das macht halt Corey in dem Moment wieder zum Loser, was halt dem Charakter Corey nicht gut tut. Dann kommt zu dem Punkt, wo Allison auf einmal auch einen auf böse macht und sagt, ja, ich will die ganze Stadt niederbrennen, so nach dem Motto. Und irgendwie war es komisch, ich habe nicht verstanden, wieso. Bin ich ganz ehrlich. Ihr könnt es mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich irgendwas nicht verstanden habe, aber ich habe nicht gecheckt, warum Allison auf einmal auch so anti gegen alle war. Ob das jetzt eine pubertäre Phase war, ich weiß es nicht. Aber es hat irgendwie nicht gepasst. Und dann auf einmal war halt sie, und sie hat verstanden, ja, Corey ist auch böse. Sie wusste noch nicht, dass er jemanden umgebracht hat oder dass er wirklich... Aber sie wusste, ja, er will auch rebellieren. Und es war halt irgendwie so, Allison, du warst vor 10 Minuten noch hier die Gute. Ja, mit ihrem Job da, mit ihrem Chefarzt, der sie nicht wertschätzt für das, was sie macht. Verständlich, ich wäre dann auch abgefuckt. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, was ist gerade passiert, dass du jetzt wirklich sagst, okay, ja, lass hier alles hinter uns, wir machen jetzt hier einen auf, hau drauf und ja, wir zeigen es der Welt. Das war so random irgendwie in dem Moment. Dann kommen wir zu einer Szene, die ich lächerlich, unrealistisch und komplett beschissen für diesen Film finde. Ich habe gedacht, bei Halloween Ends ist es nochmal ein Film, in dem Michael Myers einfach nochmal seine letzte Bühne bekommt. So. Und es gibt eine Szene, wo Corey mit Michael ringt und erst sieht so aus, als würde Michael ihn locker wegklatschen. Und ja, Michael ist alt, ist verletzt, ist erschöpft, keine Frage. Aber dann schafft es Corey, ihm zu besiegen, auf Boden zu werfen und nimmt ihm seine Maske weg. Und das war der Moment, wo ich dachte, okay, das könnte jetzt ein Twist sein. Aber als ich dann gesehen habe, dass Michael Myers ohne seine Maske einfach auf dem Boden lag und einfach nichts gemacht hat, dachte ich so, wow, das ist nicht der Michael, den ich gerne sehen würde. Der Michael, den ich gerne sehen wollte, hätte in dem Moment, wo seine Maske vom Kopf gewesen ist, wäre er aufgesprungen, wäre ihm auf ihn zugelaufen und hätte ihn in der Luft zerrissen. Gut, dieser Michael ist alt. Ja, verstehe ich. Aber das macht das Mysterium hinter ihm so kaputt. Bei Michael war es niemals ein Faktor von jung oder alt. Michael ist entweder einfach stark und unbesiegbar oder halt nicht. Aber dieses Nicht kommt halt so selten vor. Er ist eigentlich immer der Böse, das Böse. Und das war in dieser Szene, es hat alles, das Mysterium Michael Myers so in einem Glas kaputt. Es war ganz komisch. Und das nur für diese eine Szene. Es war so unlogisch. Kommen wir dann zu der Szene, die quasi direkt danach stattfindet. Die Schrottplatz-Szene nenne ich es einfach mal. Wo Corey mehr oder weniger seine ganzen Mobber, die da im Film schon die ganze Zeit eine Rolle spielen, halt im Prinzip umbringen will. Corey will halt ja denen eine Falle stellen, will hier einen nach dem anderen umbringen. Und das schafft er auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Szene war Bombe. Wirklich. Vor allem, und das ist jetzt einfach mal Fakt gesprochen, weil Corey Michaels Maske auf hatte und für mich in diesem Moment da nicht Corey stand, sondern Michael Myers. Er hat sich verhalten wie Michael und das war cool. Er war leise, er war geplant, er hat alles geplant und war einfach unberechenbar und einfach in dem Moment auch unsterblich gefühlt. Das war der Moment, wo ich Corey richtig geil fand. Das war so, wow, okay, er hat die Maske auf, damit hat er jetzt quasi die Kraft geerbt, so nach dem Motto. Die Kills, unfassbar brutal, unfassbar schön brutal. So viel schöne blutige Szenen, einfach genial, wirklich. Dann kommen wir noch zu der Zungenszene, da möchte ich jetzt einfach mal nicht mehr zu sagen. Unfassbar geil. Unfassbar geil. Ich fand's lustig. Es war eine Szene, die war brutal, lustig und spannend gleichzeitig. Überhaupt alle Fake-Michael-Myers-Szenen waren gut.
alle Szenen, in denen Corey die Maske aufhat, wo er da Leute umgebracht hat, wo er am Kämpfen war, alle Szenen, wo er die Maske aufhatte, waren geil. Und das habe ich von Michael Myers dann erwartet. Und nicht von Corey, der einfach nur seine Maske aufhat. Überhaupt, es gab so viele Szenen, nachdem Corey die Maske von Michael aufhatte, wo einfach eine Referenz irgendwo gezogen wurde. Es gab allgemein sehr viele Szenen, auch wo Michael Myers selbst Leute getötet hat, wo er jemand, die Kollegin von Allison mit dem Messer an die Wand aufspießt und sie ja dann wieder hängt. Genau wie im ersten Teil mit, ich kenne seinen Namen schon, diesem einen Jungen da, den einen Typen, der da hängt am Messer. Überhaupt, es waren sehr viele, sehr, sehr, sehr viele coole Anspielungen und so Prisen an die alten Filme und die waren einfach alle genial und gut gemacht. Es gab auch eine Szene, wo Michael im Prinzip schwach war, am Boden war und dann jemanden getötet hat und man gemerkt hat, wie er mit jedem Stich an ihm quasi stärker wurde und wieder mehr Kraft geschöpft hat. Ultra genial. Für mich war das war mit einer der besten Michael Myers Szenen, weil das einfach gezeigt hat, dieses so, okay, Michael braucht das. Seine Kraft kommt aus seiner Brutalität und das ist halt dann dieser Kreislauf. Je mehr Brutalität, desto mehr Kraft und das dreht sich und dreht sich und dreht sich. Das wird so gut dargestellt, das war einfach perfekt. Gehen wir jetzt mal Richtung Ende des Films und auch damit Richtung Ende Corey bzw. seines Plots und das kam überraschend. Ich habe nicht damit gerechnet, was da passiert ist. Das spoilere ich einfach jetzt mal nicht. Aber was da passiert ist, das war für mich so, hallo? Null mit gerechnet, also dass Corys Geschichte so ausläuft, sage ich mal, so sich zuträgt, war so random. Das war random, aber hat es cool gemacht, weil es ein Überraschungsmoment für mich war. Und dann kommen wir natürlich zum großen Showdown, zum großen Endkampf. Laurie gegen Michael Myers. Ja, Michael Myers hat in dem Moment seine Maske wiederbekommen und ist auch wieder stark wie sonst was. Ne? Natürlich noch angeschadet von den Ereignissen der letzten zwei Filme. Und auch Laurie geht's nicht sonderlich gut, aber ja, doch, schon so. Ne? Es ist ein epischer Kampf, wirklich. Es ist so viel hin und her. Man weiß nie, wer gerade kurz die Überhand gewinnt. Es sieht eigentlich die ganze Zeit so aus, dass Michael Myers locker die Überhand hat. Dann kommen so Momente, wo wir sehen, okay, Laurie hat jetzt gerade definitiv die Überhand. Das ist jetzt das Ende für Michael. Und dann twistet es doch wieder. Und dann hat Michael wieder die Überhand. Hin und her. Es ist ein Zuspiel mit dem Ball. Aber, und das ist jetzt der größte Spoiler in dem ganzen Video, das Ende von Michael Myers war kein Michael Myers würdiges Ende. Denn Michael Myers wurde so schnell entmystifiziert in diesem Film. Das ist unfassbar traurig. Ich nehme es direkt vorweg. Michael Myers stirbt in dem Film. Punkt. Und die Art, wie er stirbt, ist normal. Es ist nichts Großes, es ist nichts Aufwendiges irgendwie. Und es ist einfach menschlich, wie er gestorben ist. Und das hat es ein bisschen kaputt gemacht. Mehr oder weniger schneiden sie ihm die Halsschlagader auf und die Pulsschlagader, damit er einfach ausblutet. Was ja an sich keine schlechte Idee ist, aber wo ich mir dann so denke, wow, Michael hat schon andere Sachen überlebt, das ist jetzt nicht so krass klar. Er war festgenagelt, Messer in der Hand, hier noch was, da festgeklemmt und er war festgenagelt. Er war in einer auswegslosen Situation, aber Michael Myers, den wir kennen, der hat es auch daraus geschafft. Und das war halt ein bisschen, meh. Klar, wir müssen sagen, die Filme, Michael Myers, Halloween-Filme sind schon uralt, wirklich. Und es gibt ja 100 Millionen davon. Aber das war kein würdiges Ende. Und ich erwarte auch einfach noch einen Halloween-Film, der einfach alles wieder gut macht. Aber ob wir den bekommen, das ist die andere Frage. Aber das war kein würdiges Ende für Michael, finde ich. Auch dann ganz am Ende, wo dann die Dorfbewohner, okay, jo, hier, Michael ist tot. Aber wir müssen jetzt auf Nummer sicher gehen und schmeißen den dann in so einen Häcksler, hier so einen Schrotthäcksler, wo hier die Autos reingemacht werden. Das war ein bisschen viel. Das war so unnötig, halt einfach zu sagen, okay, dann im Prinzip haben sie damit den Film richtig schlecht gemacht. Weil damit ist Michael definitiv weg vom Fenster. Tot. Weg. Grundsätzlich kann man aber sagen, es gab eine Szene, die ein bisschen Hoffnung wieder geschöpft hat. Und das war dann die ganz, ganz letzte Szene. Wir sind dann so in Lauries Haus. Die Kamera fliegt durch die Häuser, Räumlichkeiten so durch. Und auf dem Wohnzimmertisch liegt Michael Myers Maske. Das ist für mich so ein Zeichen. Oh, das ist halt irgendwie so ein, so, okay, wir geben den Zuschauern dann doch noch ein bisschen Hoffnung, weil die Maske ist ja noch da und mit der Maske stirbt auch nicht das Böse, so irgendwie nach dem Motto. Ja, aber nein, also ja, der Film wäre endgültiger gewesen, wenn die Maske irgendwie verbrannt worden wäre. Aber das hier ist jetzt halt jetzt so ein bisschen so, ja, hier, okay, die Maske ist noch da, das Böse ist auch noch da. Grundlegendes Fazit zu dem Film, alle Michael Myers-Szenen, sogar die Fake-Michael Myers-Szenen waren geil. Es gab aber zu wenige. Es gab zu wenige und die Geschichten drumherum waren dann auch eher nur so halbherzig. Corey ist an sich ein guter Charakter, sie hat einen guten Plan, sie hat einen guten Weg, aber es hat sich zu lange gezogen. Corey war zu lange der Loser, der auf sich rumhacken lassen hat. Das hat es nicht gut gemacht und er hätte direkt von Anfang an, direkt von Anfang an hätte, also so nach dem ersten Mal, wo er aufs Maul bekommen hätte, hätte er sich hinsetzen müssen und sagen müssen, okay, und jetzt kommt's und dann
den Film überlassen. Und ich hätte auch ein besseres Ende gefunden, wenn Michael gegen Corey gekämpft hätte. Weil er so sieht, hey, der macht mich nach. Nein, ich will nicht, dass er nicht mich nachmacht. Und dann wäre es auch geil gewesen, wenn Michael kurz mal kaputt gegangen wäre. Aber dann wieder aufgestanden wäre. Und Corey dann gebumst hätte. Aber das Problem ist, und zwar ja klar, bei dem Namen Halloween Ends, dass Michael in dem Film wahrscheinlich sterben wird. Weil anders, aber ich weiß nicht, ich will nicht, dass Michael stirbt. Das ist für mich falsch. Es fühlt sich falsch an. Ich hätte den Film besser gefunden, wenn Michael alles abgeschlachtet hätte und sich hingelegt hätte und dann einfach an Altersschwäche gestorben wäre. Wäre wesentlich angenehmer gewesen. Man muss sagen, der Trailer hat uns angelogen. Es wurde im Trailer gesagt, ja, hier, Michael Myers, sein großes Finale, sein großer Film. Und das war es einfach nicht. Es war kein Michael Myers Film, es war ein Halloween Film. Und ein alleinstehender Film war es auch ganz okay. Aber einen würdigen Halloween-Film hat es nicht abgegeben und auch kein würdiges Ende für Michael Myers. Diese 10, 20, 30 Minuten, die wir von Michael dann gesehen haben, die waren auch gut. Aber es war halt nicht das, was ich erwartet habe, leider. Wenn ich den Film bewerten müsste, schwierig. Also als Solo-Film, wo es nicht um Michael Myers ging, hätte ich gesagt, jo, du kriegst locker eine 7 bis 8 von 10. Aber da ich da mehr Erwartungen an Michael hatte, muss ich wahrscheinlich sogar sagen, er kriegt entweder eine 6 oder sogar vielleicht nur eine 7. Sagen wir mal eine 6 von 10. Weil es einfach zu wenig Michael Myers in dem Film war. Obwohl er uns so angekündigt wurde. Und das ist das, was mich nervt. Es wurde gesagt, kommt, hier kommt das Ende von Halloween, das Ende von Michael. Und das haben wir in schlechter Version bekommen, leider. Naja, das ist meine Meinung. Eure Meinung würde mich natürlich auch interessieren. Also, wenn ihr den Film schon gesehen habt, dann schreibt mir doch gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren. Ich lese es mir gerne durch und wir können auch gerne diskutieren darüber, ob ihr anderer Meinung seid wie ich. Es würde mich auf jeden Fall interessieren. Und wenn euch allgemein solche Videos von mir interessieren, oder auch die anderen Videos, die ihr vielleicht schon gesehen habt, wenn ihr sie mögt, lasst doch gerne mal ein Abo da. Ich würde mich sehr darüber freuen und schreibt doch gerne mal in die Kommentare, ob es irgendwelche Themen oder so gibt, über die ich mal ein Video machen soll, die euch interessieren. Ich werde es mir zu Herzen nehmen und ich werde es dann wahrscheinlich auch umsetzen. Aber ja, dann bin ich für heute erstmal raus und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video dann hoffentlich auf der nach wie vor selben Couch wieder. Und bis dahin bin ich raus. Ciao.